So, dann schauen wir mal. Hier ist von Karina das Rad gekommen. Das Adapterrad von Karina. Und das Rad schön eingepackt. Sehr schönes Design, muss man sagen. So, dann wollen wir das mal montieren. So, das sind hier das Adapterrad. So, dann müssen wir jetzt diesen Ring hier mal ein bisschen größer machen. Seht ihr den Abstand, wird größer. Und hier ebenfalls. Die Schraube so eben ansetzen, dass wir es möglichst groß machen können. Dann nochmal einmal gucken, wie das in das System einrastet. Da und da sind die. So, ist magnetisch, so dass das Rad für den Transport immer abgemacht werden kann. So, da wir jetzt hier auf 9 Meter sind, also ganz nah an, so, ist die kleinste Einstellung 10 Yards, also 9 Meter circa. Und da fangen wir ja auch hier im Kleinsten an. Fangen wir hier mit 9 oder 10 Meter hier im Kleinsten an und dann wird das immer größer bis 50 Meter. Also müssen wir jetzt. Dann wäre der Nullpunkt hier, 9 Meter, aber unten noch ein bisschen Platz, also eigentlich könnten wir dann noch ein bisschen weiter rum.
machen. Und der Montagepunkt, der hier, wäre dann ungefähr da. Und damit wäre dann hier der Nullpunkt ganz gut in dem Bereich. Und dann können wir den so anschrauben. Jetzt ist nur die Frage. Nur die Frage, ob wir noch tiefer gehen. Ob wir noch weiter reingehen. Oder ob das von der Höhe so passt. Das wäre dann so. Also mal gucken, ob hier genug höher ist, dass wir hier an dem, mit dem Rad hier dran vorbeikommen. Tiefer darf es nicht mehr. Hier sieht man noch ungefähr den Abstand. Das muss ja hier, das Rad muss ja hier und hier noch dran vorbeikommen. So, dann noch mal gucken und ausrichten, bevor man es unwiderruflich angezogen hat. Und dann noch mal den Abstand prüfen. Man sieht, hier unten ist jetzt mehr Abstand wie oben. Also müssen wir unten noch ein bisschen mehr anziehen. So, jetzt sind die Abstände ungefähr gleich. Also irgendwie sieht das nicht gleichmäßig aus. Nee, das ist schief. Das müssen wir nochmal machen. So, jetzt haben wir. Hier rastet das ein, da. Den Pin kann man sich immer merken. Wir noch da gehen, aber wir müssen jetzt so einstellen und dann, wenn wir mit dem mittleren, da ist der mittlere, hier draufklicken. Zack. Und damit ist es hinten eingerastet. Muss ich natürlich das hier neu einmetern. Angefangen von ganz klein bis, schätze mal hier, bis
Hier. Dann kann ich hier auf 50 Meter gehen. Aber ich könnte dann bis hierhin da noch anpeilen. Hier könnte man zum Beispiel ein kleines zum Anhalten ein kleines Teil anbringen und an das Rad dann immer lang geht. Okay. Hier sind die 9 Meter und dann geht es ungefähr hier bis 25 und hier bis 50. Das war eben 7,5 Joule Bereich nicht brauchen, aber das Ziffernrohr ist dafür geeignet.